Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Max and the Curse of Brotherhood. Ein kleines Jump'n'Run wie Another World oder Flashback. Und ja, wir sind hier schon im Kapitel 2 und Welt 3. Und ja, versuchen uns weiter durchzuschlagen, um noch mehr Magie in unserem Stift reinzuzaubern. Jetzt können wir schon zwei Sachen machen, und zwar die grüne Farbe und die orange Farbe nutzen. Und das wird jetzt genauso weitergehen. Towards Father Oak. He is not easily climbed, but once you reach his top, your weapon will be even more powerful. Super, und genau das wollen wir. Wir wollen unsere Waffe noch stärker haben, noch besser haben, wenn noch mehr Sachen machen können. So, komm hier runter. Warte, rüber springen. Warte, ja, okay, los geht's. Zack. Und hier. Perfekt, da oben ist noch eine Kamera, die werden wir uns gleich schnappen. Aber wie schnappen wir uns die? Da konnte man das Ding noch höher machen. Nee, das ist das Höchste. Okay, ja, wie kommen wir zu der Kamera hoch? Na, lass mal überlegen. War hier noch irgendwas Grünes zu sehen? Ja, hier war nichts Grünes mehr, ne? Und zumindest nichts erkennen. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie wir hochkommen. Und zwar machen wir dieses Ding hier. Ja? Okay, das war dumm. Muss schon anders gemacht werden. Gut, jetzt können wir es cutten. Hier unten. Dann ist hier oben drauf. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie ich mir das vorstelle, hört sich das halt dumm an. Wenn er sich das so vorstellt, wie er sich das vorstellt. Nee, aber dann müsste ich doch vielleicht ganz da hochkommen, oder? So, blöde Kamera. Zack. So, Max die abbekommen. Hier, yeah, perfekt. Und runter. We are here, Max. Oh. Oh, mein Stift. Okay, jetzt müssen wir das Ganze ohne Stift schaffen. Könnte ja vielleicht möglich sein. Achso, ich bin aber hochgebracht. Das ist ja noch cooler. Was? Are those? What are those? Los, schwingen wir nach oben. Oh! Ich dachte, er hätte sich schon festgehalten, aber das hat er wohl noch nicht. Achso, oh nein. Das war ja dumm, ich hing noch fest, habe ich gar nicht gesehen. Na gut, machen wir mal. So, nach oben geht's. Wow. Das ist schon echt cool. Was? Are those? What are those? Lian. Los, da kraxeln wir hoch. So, und da muss ich rüber. Und ab. Okay. Mal hoch. Oder es schwingen und irgendwo hinspringen, aber das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Das hier macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay. Oh nein, warte. Mal hoch. Kann ich hoch noch? Und. Alle hopp. Ein bisschen wie Tarzan hier, ne? Von nach oben. Los, nach oben kraxeln. Ah, er ist schon sehr flink, ne? So ein kleiner Junge, der so ausgebufft, dass ich überall hochziehen kann. Ich meine, so sportlich war ich natürlich auch, als ich. Wie alt ist der Junge? 12 ist? Gar kein Ding.
Oh, das war doch richtig cool. Da oben? Oh, ich glaube, wir haben die Spitze bald erreicht, wenn es so locker floppig weitergeht. Oh, nein! Wer behindert? Oh, aber das ist nicht so schlimm. Wir fangen hier oben wieder an. So, warten wir noch einmal. Ein bisschen runter. Schwingen. Ah, komm, schwingen ein bisschen mehr. Dann werde ich gleich wieder runterfallen. Und nach oben. Urgemütlich hier oben, oder? Das hat so ein bisschen was von Baumhöhle. Okay. Mhm. Noch nicht einfach so hoch. Soll ich hier links gehen? Okay. Und da ist mein Stift. Was kriege ich jetzt? Eine gelbe Farbe? Eieiei. Yeah! Gelbe Farbe. Okay. Father Oak has gifted your weapon with new might. Okay. Jetzt kann ich diese Lianen machen, das ist ja auch cool. Gut, probieren wir gleich mal aus. Achso, ich kann sie auch abtrennen. Muss ich das jetzt machen? Warum? Achso, ja, aber wollen wir gar nicht. Wir wollen ja eine Liane hier haben. Denke ich mal. Wollen wir nicht mehr? Oh. Okay. Also kommen wir ja nur wieder raus hier, ne? Wenn wir müssen wir die andere Liane noch erwischen. So, perfekt. Jetzt noch mal ein bisschen hin und her schwingen. Einfach wieder darüber kommen. Hopp. Super. Müssen wir hier oben auch weiterkommen. Ach, guck mal da. Zack. Max, you can attach a vine to a branch. Ach man, jetzt kann man die Sachen auch noch verbinden. Ah, okay. Vines, branches and earth are companions. Das ist doch ziemlich cool, oder nicht? They can be connected. Das ist schon sehr cool. Das ist schon sehr cool. Also, dass man die miteinander verknüpfen kann, es macht natürlich, gibt natürlich nochmal viel mehr Möglichkeiten jetzt. Das ist natürlich ganz geil. Ups. Okay, und hier? Ah, okay. Oh ja, warte, jetzt macht's Sinn. Kann ich das so abmachen? Oh, jetzt habe ich eine schwingende Liane. Das ist doch echt mal lässig. Okay, es gibt natürlich auch schwierige Rätsel dann, ne? Aber vielleicht packt man es ja trotzdem. Wofür ist das da gedacht? Oh, guck mal. Na? Wir brauchen ein paar Lianen in die andere Richtung. Welche Richtung muss ich denn? Wahrscheinlich links, ne? Am meisten Sinn ergeben. Na gut, schwingen wir erstmal. Ob wir da rüber springen können. Okay. Oh! Das ist natürlich tief. Nee. Gleich nochmal. So. Und jetzt? Ja, immer, dass es eine Liane ist. Und dann hopsen wir runter. Und warte jetzt, jetzt ist mal geschwungen. Ist ja auch ein Akrobat, der kleine Mann, ne? Okay, so, wir spielen nochmal weiter jetzt hier. Eins, zwei,
3. So, jetzt müssen wir genug Schwung haben, oder? Guck mal. Nochmal ein, zwei Mal. Sicherheitshalber schwinge ich nochmal. Perfekt. Achso, dann muss ich wahrscheinlich hier wieder. Oh, nee, warte mal. Haben die auch miteinander verbinden? Lianen und Lianen? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gut. Erstmal hier runter. Und dann machen wir hier oben den Cut. Achso, das war dumm. Ich dachte, ich könnte. Kann ich doch nicht. Hm? Achso, ich kann ja immer nur an der Wurzel abcutten, ne? Gut, dann machen wir hier ab. Da schwingt das doch ein zu weit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Normal. Kann nicht wahr sein. Obwohl muss ich das vielleicht länger machen, spannend. Nein. Ist doch wirklich so hoch. Gut. Okay, also wir können dann hier runter. Rüber. Und dann. Warte mal, hier eine Liane noch machen. Und. Den müssen wir hier abtrennen, ne? Gut. Auf jeden Fall ein bisschen schwingen. Super. Gut. Wir sind schon mal hier runtergelandet. Kannst runterhüpfen. Danke. Bam. Okay, los geht's. Okay. Oh, was war das denn? Hab ich gesehen. Ach, das sind diese kleinen Viecher. Okay. Ich dachte, dass so eine Kokosnuss hier liegt. Muss ein bisschen springen. Okay, warte, nochmal. Oh! Wie ist das denn? Muss schneller sein. Oh, da hätte ich noch einen warten müssen, wo ich umspringe. Na, guck mal, das ist der Max der 1000 Tode. So, jetzt schnell. Oh, das aber auch. Oh nein, das ist ja so eine fette Slow-Mo-Time, ne? Und lässig. Oh. Okay, jetzt ein bisschen albern, ne? Aber ich bin wieder sterbe. Und. So. Nein! Oh. Okay, das ist nicht so leicht. So, nochmal. Okay, also der Stift. Und hoch zum Max. Okay, der Stift. Und. Nein! Ach, das muss ich nach unten machen, ein bisschen mehr, ne? Sag mal. Verrückt. Der Sound ist geil, ne? Wenn er so in Zeitlupe geht. Nein! Das ist auch, weil man so, das ist so schwierig zu steuern, diesen Stift in dieser Geschwindigkeit. Okay. Boom. Ach ne, warte mal. Kann ich runterkrabbeln hier? Ne, kann er nicht. Also müssen wir es anders machen. Und zwar. Warte, ich muss das genauso mal, dass ich. Ne, ich dachte, ich könnte das irgendwie. Wie geht das? Okay, warte mal. Komm. Den ganzen Weg wieder runterlaufen? Ne. Ach so, warte, das ist dumm. Macht man vielleicht eher so, dass man. Ding richtig hoch machen, damit das schön viel schwingt.
macht ja mehr Sinn, ne? Hallo? Super, so. Hoffen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Oh. Können wir da rüberspringen? Ha! Boah, weil es tiefer, dachte er, fällt schon runter. Tut aber gar nicht. Hä? Perfekt. Okay, hier müssen wir nochmal hoch. So, jetzt bin ich weit oben. Und jetzt muss ich natürlich in dieses. Ah, okay, das geht auch. Perfekt. Das sieht doch nicht so gemütlich aus da unten, ne? Now what? Machen das hier weg. Holen uns hier dieses Ding. Und versuchen jetzt, das Band da ranzubekommen. Was nicht klappte. Ja, wir müssen erst ein bisschen weiter oben machen. Nee, das kommt ja niemals ran. Ach, da ist noch ein. Ach, guck mal, den hab ich gar nicht gesehen. Machen wir so. Und los geht's. Uah! Perfekt. Und jump! Perfekt. War ja gar nicht so schwer. Hätte ich jetzt schwieriger gehabt in der Erinnerung, aber so geht's auch. Oh, da ist wieder unser Gegner, glaube ich. Uiuiui. Oh oh. Ups. Irgendwie als ob King Kong kommt, ne? Da ist er. Oh. Jetzt müssen wir rennen, glaube ich. Es wird nicht langweilig, ne? Es wird nicht langweilig. Achso, ich kann auch springen, okay. Oh. Nein, das war dumm. Band hätte schwingen sollen, ne? Band hätte schwingen sollen. Geht schnell, auf hin. Das war auch dicht hinter einem, ne? Oh. Schlechten Atem. Auf jeden Fall hat er einen schlechten Atem. Lauf, lauf, Max, lauf. Also nur eine fiese Falle. Okay, müssen wir gucken, was wir da irgendwie hinbekommen. Ach so, okay, warte. Vorhin. Den jetzt runterrollt da. Yes! Das ist auch mal ein fieser Hammerschwinger, oder? Hm. Da möchte ich jetzt auch nicht gegen knallen. Super, den sind wir erstmal losgeworden. Ah, ja, ja, der hat immer. Oh, da hat immer ein bisschen Angst, ne? Da bippert so ein bisschen der. Innen drin die Brust. Oh, Grab der Riesen. Na, bin ich mal gespannt. Achso, ich dachte, es kommt eine Zwischensequenz. Nein, er bleibt nur da stehen. Weiter geht's. Okay, wir müssen hier das hier rüberziehen. Oh. Das ist gut, dass ich das wusste, dass da noch einer kam. Nein!
Oh, das war eine gute Idee eigentlich von mir alles, ne? Klar. Fand ich nicht. Das ist ziemlich gut. Nein! Er hüpft auch gleich weiter, dann hüpft er gleich weiter. Okay. Mal das Ganze. Das war zu kurz, ich muss zum Schwingen bringen. Ah. Okay. Aber wir haben ja unendlich Versuche, ne? Unendliche Versuche. Gut, dass es nicht nach Leben geht, dann wäre ich, glaube ich, schon in der ersten Welt rausgeflogen. Mal. So. Den holen wir wieder runter. Das kannst du jetzt nochmal. So, wir reißen das Auge nochmal raus. Perfekt. Ja, hier geht's runter, ne? Ja. Wir machen diese blöden Viecher da. Ach, warte. Tja, hinterher kommt ihr wohl nicht. Blöden Grobiane. Ein Rückgrat. Ups. Okay. Ein kleines Rätsel. Also unten haben wir auf jeden Fall einen. Der Stein da. Muss auf jeden Fall irgendwo dran festgemacht werden. Ja, beziehungsweise. Ich wollte nur was ausprobieren. Das ist noch nicht das, was ich vor. Dieser Stein muss auf jeden Fall da rüber irgendwie. Oder warte mal. Kann man da vielleicht auch. Also kann man den. Und den befestigen? Nee, das geht nicht. Und der geht auch nicht höher, ne? Nee. Einmal kurz hier rüber. Also kann ich denn vielleicht den irgendwie bewegen? Ne, ich kann jetzt nicht selber schieben von hier. Da, geht doch. Ich wusste nicht, was dachte ich, irgendwie habe ich mir von vorgestellt, dass man da irgendwie dann festmachen kann. Und wenn man jetzt. Warte mal. Wenn man jetzt von hier. Ich nicht hoch. Wenn man jetzt von hier das Ding hoch macht, dann müsste er den Stein doch eigentlich ziehen, oder nicht verkehrt. Okay. Und jetzt können wir den Stein wieder hochholen. Und eventuell können wir den Stein ja jetzt hier dran festmachen, oder? Weil diesen Knochen da wegreißt. Indem wir das Ding unten jetzt. Oh, warte, da müssen wir auf der anderen Seite. Hier ist der Knochen uns gleich. Oh, oh. Oh, ist wieder gerade drauf gekommen. Hier ist der Knochen uns jetzt den Kopf abreißt. Siehst du? Guck mal. So kommt man da rein. Perfekt. The shortest route takes you through the tomb of the five giants. My powers are weak deep down underground, Max. I cannot speak to you once you go there. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt schon reingehen. I'm going underground? Alone? No. No way. I will be with you again on the other side. Okay. That's okay. I can do this. Das kannst du.
Wie komme ich denn jetzt rein? Jetzt, okay. War immer eine kleine Sperre, da konnte ich nicht durch. Okay. Schieben wir uns das mal raus hier. So war das doch gedacht. Ach, guck mal da oben. Du ein Mistviech. Ab mit den Augen. Mich soll keiner sehen. Auch nicht Muchacho. Ne, Mustacho. So hieß er, ne? Achso, dann kann ich ziehen. Okay. Mach mal. Zick. Ja, der macht ganz schön was mit, der kleine Max, ne? Ja, wir ja auch. Und hopp. Wow. Ich bin schon beinahe runtergefallen. Achso, ich muss mal abmachen hier, ne? So, eine Ballone und ein Schwing. Und hopp. Oh, da war aber knapp. Ich bin fast in die Stacheln gelandet. Lady, this place kind of gives me the creeps. Is he far? Die kann dich nicht hören. Einer Max. Oh, eine Rätselhöhle. Ja, ist wirklich eine kleine Rätselhöhle. Okay, versuchen wir das. Und dann? Okay. Und dann das. Uah! Guck mal. Mein Auge abreißen? Ja, tut mir leid, aber für sowas haben wir einfach keine Zeit. Achso, warte mal. Dann können wir noch mit hier rüber gehen. Dann müssen wir schieben, glaube ich. Oder soll er hier runter oder da runter? Das weiß ich gar nicht. Wir probieren mal hier runter zu schubsen. Nee. Die andere. Oh, warte. Muss die andere wieder runterschieben. Das geht ja auch. Ja, macht ja auch Sinn. Ich bin auf der anderen Seite gekommen. Na gut. Ach, der muss da rein, der Totenkopf. Okay. Aber müssen mehrere rein. Da unten ist ja schon einer. Und da oben, wenn wir kommen runter. Warum ist ja auch noch ein. Warum ist ja auch noch so ein Ding, ne? Und das, wie lang ist das denn? Okay, da kann ich mir von links nach rechts schwingen. Machen wir mal. Einmal holen wir den raus hier. Und dann machen wir hier so ein. Oh nein! Okay, wir können gleich mal hochklettern. Ich guck mal, ob ich den da reinschieben kann. Könnte mir vorstellen, dass da ein paar rein müssen. Weiß zwar nicht, wie viele. Aber der muss da bestimmt rein. Ah, guck mal. Okay, dann muss der da oben ja auch auf jeden Fall rein. Achso, machen wir einen neuen Stift hier. Und dann können wir den. Ups, auf Seite. Können wir den auch da reinschieben, oder nicht? Also würde ich jetzt mir vorstellen, dass man da. Das passt ja ganz gut mit den Köpfen. So, der nächste. Wunderbar. Und. So, dann klettern wir schnell hoch. Weil wir können auf jeden Fall darüber schwingen. Behaupte ich mal. Genau. Oh, ein bisschen höher klettern. Und genau, hier oben ist bestimmt auch noch ein Totenkopf irgendwo. Garantiert. Weil da müssen sogar drei noch sein, ne? Also hier ist auf jeden Fall einer.
Achso, ich depp. Da, hochladen, oh. Und runterschieben das Ding. Naja. Runter. So. Lass mal los. Und hier längs. Da oben ist auch noch ein Totenkopf, hab ich schon gesehen. Dann schieben wir noch was runter hier. Gut, holen wir uns den anderen. Dürfte nicht so schwierig sein. Naja, mal gucken, wie wir da rankommen. Na los. Hat aber auch Armmuskeln, der gute Junge, ne? Okay, bringt mir jetzt gerade gar nichts, sehe ich gerade. Denn der Ast hätte höher müssen. Was können wir nochmal machen? So macht es, glaube ich, eher Sinn. Und dann. So. Okay, hier hätte er wahrscheinlich erstmal. Weil, ne? Nicht so durchdacht, Sascha. Das ist nicht so durchdacht. So. Hilf mir hoch. Jetzt. So, hoffentlich war es jetzt nicht zu dicht an diesem Block da dran. So, jetzt müssen wir das Ding noch runterjagen. Wenn wir die Kamera da oben haben wollen, dann müssen wir wahrscheinlich das hier einmal wegmachen. Obwohl. Genau so. Wir reißen mal kurz ab. Oh, da hängt er dran. Noch eins, ja, alle gehen aus. Gut. Nur kurz. Klettern. Und er schubsen. Na warte. Kletter doch nicht überall. Kletter doch nicht überall rauf. So. Oh, komm schon. Okay. Und, oh, vielleicht hätte ich den auch benutzen sollen, um noch irgendwie eine Treppe zu bauen oder so. Man weiß es nicht. Ich weiß, ich jetzt hier irgendwie. Obwohl, nee, ne? Ja, gucken wir mal. Okay, das ist natürlich dumm. Jetzt muss ich einmal das Band wieder cutten hier. Ja, also, dass er nicht normal dran festhalten kann, wenn er springt, ist irgendwie komisch. Naja. So, also. Geht nochmal hoch. So, den müssen wir jetzt ja auch irgendwo irgendwie hinbekommen. Nur so kurz, okay. Das reicht, glaube ich, ne? So kurz ist, ne? Ja. Hm, wird doch ein bisschen wahnsinnig hier. So. Runter und da jetzt hoch. Da oben habe ich gar keinen Totenkopf gesehen, glaube ich. Und vielleicht kommt er noch. Wie dumm. Ich hätte einfach ein Seil hochklettern können. Aber so. Na! Ah. War nicht euer Ernst. Och. Komm ich da ran? Warte mal.
Komm, das müsstest du doch greifen können. Ich nicht, ne? Das erhält mich gerade ein bisschen. Was ist, sobald man dann ein zweites Mal greift, dann nicht danach. Das ist doch blöd. Eigentlich müsste doch, auch wenn ich da jetzt springe jetzt ran, dann müsste doch ein zweites Mal auch dran greifen. Aber wie, keinen Sinn sonst. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr hin, muss ich den ganzen Weg nochmal machen hier. Blöd. Machen wir das nochmal, das macht ja auch Spaß, ne? Komm, jetzt ruhig nochmal machen. So. Okay, was hatten wir denn hier? Dachte ich könnte das jetzt, naja, egal. Scheiß drauf. Guck mal ganz kurz runter, wo der zweite. So, Alter. Lass los. So, den schieben wir noch mal rein. Fehlt ja dann auch nur noch ein. Den finden wir bestimmt hier. So wie dort. Noch ein Auge weg. Und schieben. Ja. So, jetzt haben wir das. Der letzte Totenkopf und dann müsste der Weg ja frei sein. Oh, jetzt kann man da unten rein. Oder auch nicht. Oder ich sterbe einfach. Wasn't that the end of Max? Do I think it's time to ready Felix for tonight? Yes, yes, do I. Still think your brother will save you? One for the cage. And two for the door. And three for... Whoops. Okay, wir sind in Welt 3 angelangt und es ist verloren im Dunkeln. Aber hier stoppen wir nämlich unser Let's Play, denn es muss auch etwas geben fürs nächste Mal. Aber wir schauen uns nochmal an, ob Max überlebt hat. Lady, please, I need your help. Dämmchen. Sie heißt Lady, nennt er sie in Englisch und auf Deutsch nennt sie Dämmchen. Thank you. Okay. Okay, I'm not afraid of the dark. I'm not afraid. So, wir gehen nicht weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.